um einfach mal zu demonstrieren, was ich meine, was ich hier jetzt halt mit dem Rage-Modus meine, in dem ich gerade drin bin. Ich hätte wahrscheinlich doch gerade ausfahren sollen. Rotze. Okay, dann fahre ich jetzt einfach hier lang, fahren wir nochmal zurück. Fu, 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 nü, 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 nü. Fü, nü, hü, nü, hü, nü, nü. So. Hier lang. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Ich gucke nochmal auf der Map nach. Ja, es ist richtig. Der Straße zum Sieg folgen. Nein, doch nicht. Ich muss sogar raus weiterfahren. Aber hier komme ich doch gar nicht lang. Hier ist... Doch, hier komme ich lang. Das ist die Richtung. Das ist die Seite. Hier können wieder mal geflogen werden. Geronimo! Und das Auto schön kaputt machen. Jawohl! Yeah! Yeah! Ah ja, aber auch sneaky versteckt, du. So, wo sind wir? Wo müssen wir hin? Wir sind da oben. Wir sind hier, der grüne Fall, müssen da unten hin. Bedeutet. Einmal kurz hier lang und der Straße folgen. Wie gesagt, das Spiel macht super viel Bock, wenn ihr mit euren Freunden spielt. Multiplayer. Ja. Kann es auch Spaß machen. Wenn man das Glück hat, eine vernünftige Community zu erwischen. Aber okay, ich will jetzt nicht die ganze Zeit hier noch rumflamen und rumhaten. Wieso fahre ich denn hier lang? Ich hätte doch einfach geradeaus fahren müssen. Ich bin auch total dämlich. Ich bin völlig neben der Spur. Plem plem. Könnt ihr vielleicht noch daran denken, dass ich Schmerztabletten... Moment. Wo kommst du denn her? Darf ich hier mal bitte durch und nicht rammen, ja? Liegt vielleicht daran, dass ich gerade irgendwie Schmerztabletten nehmen muss wegen dem Fuß. Oder dass es jetzt mittlerweile 20 nach 2 ist, morgens. Aber das soll ja keine Entschuldigung sein. Ich hab's halt probiert. Oh, sorry. Ich habe das momentan wenig Zeit für Let's Plays. Das ist ein bisschen arg frustrierend. So. Mal sehen, was wir bekommen. Achievement-Zahltag haben wir auch ein bisschen weitergeführt. Schatzjäger-Achievement haben wir ein bisschen weitergeführt. Und was bekommen wir? Wir bekommen ein Skill-Mod. Das ist ein Skill-Mod. Es ist ein Skill-Mod. Sicherheit geht vor. Als ob ich nicht schon genügend Skill-Mods hätte. Oh, 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 Fragezeichen. Fragezeichen ist immer gut. Weil man nie weiß, was man da bekommt. Hm, was könnte das wohl sein? Was könnten wir da wohl bekommen? Ehrlich gesagt würde ich das jetzt, ehrlich gesagt würde ich das auch gerne mal wissen. Und Geld bekommen wir 26.880. Und wieder einen Schritt näher an meinem nächsten Auto. Ich will mir nämlich nochmal eins holen. Ich weiß noch nicht welches. Ich gehe mal kurz meinen Wagen retten. Obwohl 750 Werte sich. Ja, kann man machen. Und gucke mir den Skill-Mod mal eben an. Mal schauen, was wir da bekommen haben. Inventar. Was war das? Sicherheit geht vor. War das richtig? Richtig hier. Sicherheit geht vor. Schildregeneration 3 Sterne und Schildregeneration. 2 Sterne. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe den ja gerade bekommen. Schildregeneration. Ja. Pff, kann man jetzt einbauen? Muss man aber nicht unbedingt. Ich habe in den letzten 2 Wochen. Oh, Entschuldigung. Oh Gott, ich bin müde. Warum? Hilfe. Ah, ich wollte eigentlich ein bisschen länger aufnehmen. Und jetzt ist es gerade mal eine halbe Stunde. Wah! Ich nehme aber noch ein bisschen auf. Wie gesagt, ich wollte ja noch ein paar Rennen fahren. Um mal zu zeigen, wie das hier mit der Gemeinschaft gerade so momentan abläuft. Ich habe in letzter Zeit viel, viel mehr Skill-Mods gehabt. Die habe ich aber alle verkauft. Und jetzt fange ich an, die so ein bisschen zu sammeln. Bis 200 kann man hier eben haben und ich fange mal ein bisschen an, die zu sammeln.
Ja. Für ein Rennen nehme ich mal nicht den Wagen. Für ein Rennen würde ich ganz gerne mal. Kommt drauf an, wollen wir ein B-Rennen oder ein A-Rennen fahren? Für ein B-Rennen würde ich den Dodge nehmen. Den habe ich nämlich ein bisschen hochgetrimmt. Für ein A-Rennen würde ich dann den Porsche oder den Audi R8 Coupé nehmen. Der hat zwar keine Leistungszeile, ist aber trotzdem spitzenmäßig. Ich glaube, wir fahren mal ein paar B-Rennen und ich nehme den Dodge Viper, weil ich mit dem noch relativ wenig gefahren bin. Wir drücken auf R und sehen mal zu, in was für ein Event man uns reinschmeißt. Dover and Lippus. So. Wenn der Herr oder die Frau X-Ray Muska nicht abhauen, könnten wir doch tatsächlich dann das Rennen fahren. Bei zwei Leuten ist es jetzt nicht so arg schlimm. Oh, BMW. Als wenn jetzt sechs Leute fahren, weil die sich dann gegenseitig rammen und du dann einfach nur hinten fährst und denkst, Alter, fasst euch doch mal selber am Kopf. Ihr hämmert euch aus den Bahnen hier raus und nur Ellbogen zeigen und unbedingt Erster werden, um jede Macht, jeden Macht der Welt. Das ist nicht das, was tschüss, fahr schon mal vor, ich komm hinterher. Das ist nicht das, was unbedingt sein muss. Alter Junge, du hattest gerade mal 4 Punkte mehr als ich. Wo willst du hin? Bleib hier! Junge! Alter, man kann doch drüber reden. Jetzt bleib doch mal hier. Wo ist der hin? Ohne Scheiß, wo ist der hin? Der war doch... Oh, okay. Wow, ich lag mal. Oh, hi. Da ist kurz unten auf der Karte, war mal kurz zu sehen. So, ganz kurz. Das ist jetzt auch nicht die super Bombenstrecke, muss ich dazu ehrlich sagen. Die Events werden wöchentlich gewechselt. Wie auf der Karte. Das heißt, man hat jede Woche neue Strecken, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Da denkt sich komplett neue Strecken. Ich muss kurz husten. Entschuldigung. Verzeihung. Allerdings nicht komplett neue Strecken, sondern es sind schon die alten Strecken, die halt eben ein bisschen modifiziert sind. Und ich glaube, man hat dann auch alle 5 Wochen oder alle 6 Wochen dann wieder... Hat man den Rotationszyklus durchlaufen, sag ich jetzt mal so. Dann hat man wieder die alten Strecken. Und das halt eben wöchentlich, wobei ich diesen Abschnitt hier eigentlich noch... Kenne ich den schon? Bin ich hier schon mal gefahren? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja. 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 Es ist... Ja. Ich habe es tatsächlich bisher ein paar Mal geschafft, Erster zu sein. Ich bin wahnsinnig stolz auf mich. Wirklich wahnsinnig stolz, dass ich das letzte Mal noch geschafft habe. Aber okay. So, was bekommen wir denn Feines? Wir bekommen einmal 0000 Geld und 1764 Prestige. Und welche nehmen wir? Sagt mal Leute, welche nehmen wir denn? Mitte, blaue Scheibentönung. Wow, ich bin begeistert. Warum ich so begeistert bin, kann ich euch zeigen. Denn ich Scheibentönung habe ich zu Genüge. Das kann ich euch mal eben... Merkwürdig. Kann ich euch mal eben zeigen. Individualisierung zu... Zubehörshop. Kann ich euch das mal zeigen und mal demonstrieren. Na komm, lade. Nicht schon wieder Server-Error, sonst kriege ich echt das Kratzen. Das Kotzen. Nein, gut. Inventar. Scheibentönung. Ich habe jetzt neu bekommen die blaue Tönung, ich habe eine gelbe Tönung, ich habe grüne Tönung, ich habe hier rote Tönung, ich habe rauchschwarze Tönung, ich habe hier schillernde Amethyst-Tönung.
keine Ahnung, was das sein soll. Und schillernde Indigo-Tönung. Ich kann ihn mal zum Spaß anrufen. Mal gucken. Wow. Ist das schwul oder ist das schwul? Nee, die mache ich mal wieder weg. Und verkaufen kann ich die nicht, weil ich für die kein Geld bekomme. Aber, oh, es gibt Bodykit zu kaufen. Aber mit Speed Boost, nee, das mache ich nicht. Gott, was es alles für Scheibentönung gibt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich jede Scheibentönung sowieso schon im Inventar habe. Oder zumindest mal gehabt habe. So. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch gleich mal reparieren. Ich weiß nicht, wie viel Geld ich jetzt sammle, für welches Auto. Vielleicht hole ich mir den Lexus LFA. Der kostet, glaube ich, 2 Millionen. Oder ich hole mir, den Aston. Aber den Aston hat sich Benny schon geholt. Wenn wir mal wieder ein Let's Play zusammen aufnehmen, was hoffentlich bald ist, Need for Speed Let's Play, dann schaut euch mal Bennys Wagen an, weil der ist wirklich schnieke jetzt mittlerweile. Der hat seinen alten Mustang, glaube ich, an die 100 Mal umlackiert und umvinylisiert. Nenne ich das jetzt einfach mal, das Wort gibt es wahrscheinlich gar nicht. Umvinylisiert, ist auch schön. Jetzt haben wir eine schöne große Runde und würde mich wundern, wenn dort nicht gerammt wird, was das Zeug hält. Ich glaube, ich gehe dafür sogar mal aus der Ego-Perspektive raus, das einfach mal ein bisschen zu demonstrieren. Wahrscheinlich werde ich aber jetzt hier den Vorführeffekt haben und es wird nichts passieren. La 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 la. Ladedaten. Ladedaten, 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 Ladedaten. Das ist mein Kabel. Ich dachte, hier ist irgendwie ein 4 in meinem Bein. Ich gehe hier schon Phantomschmerzen. Jetzt lad mal ein bisschen schneller. Lad mal ein bisschen schneller. Lad mal schneller. Lad mal schneller. Lad mal schneller. Es ist 2:30. Lad mal schneller. Ich bin jetzt bei. Okay, meine Stoppuhr hat den Gas aufgegeben. Gut, okay. Ich nehme wahrscheinlich für die jetzt schon zu lange auf. Okay. Ja, ich würde sagen, bis 9:45 ungefähr. Na nun, was ist denn jetzt hier los? Jetzt hier, danke. Da gehe ich auch tatsächlich in die Third-Person-Sicht mal rein und zeige einfach mal, was ich meine. So. Ich habe es tatsächlich geschafft, mal als Zweiter vom Fleck zu kommen. Ist ja herrlich, das dauert aber nicht lange, weil ich schon gegen den Pfosten fahre. Leck mir doch die Perze! Mann, ey! Das gibt's doch nicht! Ja, ich bin so ein Spieler, ich rege mich gerne mal über mich selber auf, wenn ich zu beschissen bin und zu beschissen fahre. Da quietschen sogar schon die Reifen. Und der erste Verkehrsmagnet ist voraus. Ja, herrlich. Wollen wir mal sehen, wie viele wir heute zählen dürfen in diesem Spectacular Race. Wovon ich nichts mitbekomme, weil ich ganz hinten bin. Mal wieder. Dabei kenne ich die Strecke doch eigentlich und konnte die eigentlich doch relativ gut fahren. Zumindest ein paar Teile von dieser Strecke hier. Wenn ich da diesen Reifen sehe, kriege ich kurz wieder das Kotze, weil das hasse ich am meisten. Wenn man irgendwo lang fährt, vor ein Autos, durch, zweite Verkehrsmagnet, durch eben dieses Geschäft fahren, was man ja umreißen kann, und der Reifen dann runterfällt und du gegen den Reifen fährst und du erstmal festhängst, das hasse ich. Habe ich letzte Woche auch gehabt, das beim Donutladen. Die Holzplatte von Donutland ist runtergefallen, direkt auf mich drauf, ich hing fest, ich kam nicht zurück, ich kam nicht nach vorne von dem Donutland, wo der mal gerade vorbeigefahren ist. Wow! Wow, hi! Wo wir gerade vorbeigefahren sind. Ich kam nicht vorwärts, ich kam nicht zurück, ich hatte zwei Möglichkeiten, entweder das Game quitten oder eben abwarten, bis das Rennen zu Ende war. Ich habe mich dann dafür entschieden, abzuwarten, bis das Rennen zu Ende war. Es waren schöne, ruhige 3 Minuten. Und ich werde schon wieder nicht ins Ziel kommen. Mit
der Dodge Viper ist es relativ schwierig. Um mal ernst zu sein. So, 9900 Geld und was bekommen wir? Wir bekommen Power-Up, Katapult bei 3. Yay! Super! Toll! Ein Power-Up, freu mir einen Ast ab. So. Wo haben wir eigentlich die Haltbarkeit? Die Haltbarkeit haben wir jetzt bei 95%. Dann machen wir jetzt was anderes. Ich muss ja nämlich, glaube ich, noch mit. Um mein Achievement zu schaffen. Wie hieß denn das jetzt? Durchs Nadelöhr war es nicht. Flugzeit muss ich die Flugzeit eigentlich ja okay. Gesetzloser, was ist? 46 von 50 Verfolge entkommen. Da muss ich noch 4 Verfolgungen fahren. Also 4 mal Verfolge abhängen. Und da nehme ich jetzt einfach mal teil. Verfolge abhängen ist ja ein Einzelrennen. Single Race. Im Gegensatz zur Teamflucht. Was hat, oh, ich wollte gerade was trinken, aber hat sich dann doch mal erledigt. Ja, perfekter Start, jawoll. Ja, komm, und wir müssen so viel Schaden wie möglich machen. Ja. Oh, Wulski. Na komm, bäm, Digga. Bäm, Digga, was geht? Na, komm. Schön, fahr ich einfach mal gegen, natürlich. Bäm. Platz da, ich bin unterwegs. Bringt Frauen und Kinder in Sicherheit. Komm, da, komm. Ja, komm, da geht doch aber was? Was? Ich will nicht schon flüchten. Was ist das denn? Oh, ist das billig. An alle Einheiten, der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in östlicher Richtung. Auf der Hillside. Das ist aber billig. Absperrung erfolgt um das Zielgebiet. Einsatzkoordination erfolgt über TAC 2. Nee, das war mir zu billig. Nee. 4-8 südöstlich der letzten 20 des Verdächtigen. Halte die Augen offen. Wir sind schon längst draußen. Da. Verfolgereinheiten, der Einsatz hat sich erledigt. Normalstreifen. Nee, hat sich nicht erledigt. Wir fangen nicht wieder von vorne an. Weil das war mir ein bisschen zu billig. Das war ja höchstens eine Minute. Das war ja. Nee, komm. Das hat mich nicht gefordert. Haben Sie Kontakt mit dem? So, und bumm! Bumm! Nee, herrlich, das ist so. Ah, das ist schön. Das ist wie so ein Kindergeburtstag. Ups. Nö, jetzt ist ja aber hier zu viel. Ja, nicht einkesseln. Nee, das ist unfair. Hallo. Oh. Immer diese Sonntagsfahrer. Ach, hier kommt, wer braucht schon. Hoppala. Nein. Weg. Ihr geht weg. Nee. So. Na, also bitte. Nicht rammen. So. Teamflucht und. Passt auf der rechten Spur auf, da haben wir Nägel ausgelegt. Danke für den Tipp. Fahr ich doch da durch. Er versucht, die Blockade zu brechen. Ich bin schon längst durch, du Depp. Er ist vorbei. Fährt weiter. Strafensperre ist aufgestellt, direkt vor eurer 20. Wie gesagt, entkommen und Teamflucht ist das einzige, wo ich Rammpunkte finde. Allerdings natürlich nur Zivilautos und Polizei. Nicht die Teamkameraden. Vielleicht fahren wir gleich nochmal eine Multiplayer-Teamflucht, damit ich. Hallo. Ich möchte dich knutschen. Danke. Ich bin direkt hinter. Nein, mit euch auch nicht. Ihr seid hässlich. Geht weg. Ihr stinkt nach Benzin. Straßenschiller braucht kein Mensch. Nein. Dinosaurier. Da war mal einer. Hallo. Nicht hinten rein. Alter, wieso wollen die Polizisten eigentlich immer nur hinten rein bumsen? Ich fahr mal da lang. Da sieht's mir nämlich ruhig aus.
Alarmstufe 3, wir sind jetzt auf Alarmstufe 3. Okay, halt. Nein, 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 aus, böse, nein, nein, böse. Erst durch. Code 3. Nein! Nein, 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 nein! Gut so! Bleib da hinten dran! Naja, küsst mein Arsch! Oh, hallo, Alter! Dass man hier immer alle wegschieben muss! Die haben keinen Respekt, die Leute! Fahren immer ein vor die Motorhaube! Da, schon wieder! Also. So, da habe ich mal sofort die Flucht benutzt, weil das reicht ja dann auch mal so langsam. Alle an der Verfolgung beteiligten Einheiten. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in östlicher Und das bekomme ich. Ich bekomme Belohnung 5000 Geld. Die Sperrung des Sektors ist genehmigt. Einsatz wechselt auf TAC 3. Wieder 5000. Das ist auch wieder so etwas, was mich jedes Mal rasend macht. Zentrale, hier ist 118, habe hier oben, wenn man eine Geldbelohnung bekommt, drei Minuten für die Sperrung. Wenn man die eingefordert hat, geht das Geld runter und dann wieder rauf. Da denke ich immer, dass ich wieder Geld bekomme. Das ist furchtbar. So, wir fahren gleich nochmal eine Verfolgung. Aber erstmal fahren wir hier nochmal ein bisschen Multiplayer. Nein! Seit wann? Hä? Seit wann kann man denn hier im Sprint Automatik wählen? Das mache ich einfach mal. Ich stelle jetzt einfach mal auf Automatik. Keine Ahnung, seit wann man das im Sprint kann. Aber okay. Oder ist das nur in der B-Klasse, C-Klasse so? Aber in der E-Klasse habe ich das damals auch nicht gehabt, als ich angefangen habe. Mit meinem Nissan. Naja, wollen wir mal sehen. Und das ist auch schon wieder so ein herrlicher Server-Bug von EA. Ich bin mitten in einem Event drinne, fahr erstmal gegen Pfosten, ist klar. Und trotzdem werden mir andere Events angezeigt und hier unten steht, du hast Teilnahme am Event abgelehnt. Das ist wieder... auch wieder so herrliches Serverarbeit von EA. Und es sollte diese Woche eigentlich ein Patch rauskommen, soweit es nicht, soweit ich richtig informiert bin. So, Moment, ich muss mal in die... so... Ego-Perspektive. Soweit ich richtig informiert bin, sollte ein Patch rauskommen. Der ist aber auch irgendwie noch nicht da. Oder ich habe es einfach versäumt. Oder der Patch war schon gelaufen und das ist durch seit dem neuesten Patch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das eben etwas, was einen ein bisschen kirre macht. Oh Mann, ey. Genauso wie das so. Da kann man durch, da fahre ich durch. Da kann man durch, da fahre ich durch. Ob es gut ist, ob es eine gute Idee war, weiß ich nicht. Uhuhuhu. Anscheinend nicht so wirklich. Die Enden sind aber auch nicht doch jetzt. Ist der erste durchs Ziel gefahren. Ich freue mir den Keks. Ganz zu Anfang, als ich die Multiplayer angefangen habe, habe ich sogar noch hingeschrieben, Congratulations und Good Race und Thank You und sowas, aber seitdem da nur noch Honks auf den Servern drauf sind, spare ich mir das. Na, kommst du doch durchs Ziel? Nein, ich komme schon wieder nicht durchs Ziel. Alter, heute ist echt scheiße. Alter, heute kann ich mir schon wieder selber in den Arsch treten. Meine Fresse, ey. Dämliche Katapult daher ist gut. Haltbarkeit ist auch nur noch 80%. So. So. 3000 Reparatur, natürlich. So. Ich würde sagen, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Ist zwar nicht ganz Viertel vor, aber 20 vor. Ich glaube, das reicht dann auch an dieser Stelle erstmal. Weil alleine macht es halt nicht so viel Spaß, als wie mit anderen Leuten im Multiplayer, mit anderen Leuten im Friendly Multiplayer, sage ich jetzt einfach mal.
Deswegen sage ich an dieser Stelle danke fürs Zusehen. Erstmal für die paar langweiligen Parts. Ich weiß nicht, wie viel da rauskommt. Ich weiß es nicht. Und dann hoffentlich kann ich die nächsten Tage mal wieder Parts aufnehmen. Mit Benny, mit Bela, mit allen anderen. Ich sage danke an dieser Stelle. Macht's gut. Tschüss. Tschö, 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 die Hödridü.